Ja, wer macht denn sowas? Welcher Depp? Ja, vor allen Dingen, für jedes Produkt gibt es ja hier in China hunderte von Firmen, die das Gleiche machen. Das habe ich hier auch gerade brühwarm erzählt, auch wenn es nicht höflich war. Habe ich gesagt, wir sind fertig, wir können gehen. Das macht für uns keinen Sinn. Ja, und dann sagt sie, ja, ich könnte doch einen anderen Markt ausprobieren. Sagt ich, warum denn? Ja, ich gehe zur nächsten Firma, die ist nebenan und die gibt mir das Ding auch für Germany. Tag 2 meiner Factory Safari. Aber kurz noch mal einen Schritt zurück. Und zwar geht es um das Video gestern. Da habe ich unfassbar viel Feedback bekommen, weil ich mich so über die Fabrik aufgeregt habe. Ja, das stimmt. Ich habe mich drüber aufgeregt und das auch zu Recht. Und viele haben mir geschrieben, hey, das ist in China so. Ja, die sind alle so. Nein, sind sie nicht. Das ist totaler Quatsch. Es kommt immer auf die Industrie an, wo du dich bewegst. Das war eine Industrie, die sich im Bereich der Elektronik befunden hat, ja. Und die sind aufgeräumt, die sind sauber, die sind strukturiert, die haben eine Production Line und da sitzen die Leute nicht auf dem Boden. Wenn wir drüber reden, dass wir eine Factory besuchen, die möglicherweise, ja, Textilien herstellt, Rucksäcke, was weiß ich, ja, dann ist es eine komplett andere Geschichte. Dann sieht das auch anders aus und darüber würde ich mich auch nicht beschweren, weil das ist normal. Aber eine Electronic Factory, eine Elektronik Fabrik, die so aussieht, wie ich gestern im zweiten Audit vorgefunden habe, da kann man nichts bestellen. Niemand darf da bestellen. Niemand. Ja, und solange ich irgendwas zu sagen habe, werde ich allen Kunden verbieten, dort zu bestellen. Ich werde die Aufträge einfach ablehnen. Wenn die mir sagen, ich möchte bei der Fabrik irgendwas bestellen, dann werde ich sagen, ja, kannst du machen, aber nicht mit mir und nicht mit uns. Da gehst du bitte zu jemand anders. Wir übernehmen nicht die Verantwortung dafür. Das ist natürlich auch unsere Aufgabe, unsere Kunden zu schützen, dass sie nicht auf solche Fabriken reinfallen, will ich mal sagen. Okay, das jetzt nur nochmal, um das abzuschließen. Es gibt Fabriken, die sehen so aus. Es gibt Fabriken, die sehen nicht so aus. Es gibt Industrien, die haben eben andere Produktionslinien, wie eben das, was wir dort vorgefunden haben. Dann ist alles schick. Ja, aber so in der Industrie mit dem Produkt, no, geht nicht. Okay, das nochmal zur Erklärung von gestern. Genau, jetzt geht's gleich los. Um 39 habe ich wieder das Meeting, das erste Meeting. Da denke ich, dass ich nicht filmen kann. Das hat er mir schon im Vorfeld gesagt, dass er nicht möchte, dass dort gefilmt wird. Okay, muss ich akzeptieren. Ja, aber ich denke, bei der zweiten Factory, da ist dann auch wieder die Yukin dabei, dass wir dort dann nochmal ein bisschen was hier recorden können. Also heute wird es vielleicht möglicherweise ein bisschen kürzer als gestern. Ja, was ja auch nicht schlecht ist. So, also los geht's. So, mit dem ersten Meeting bin ich schon durch. Ich sagte ja, dass war mir jetzt nichts möglich, das zu filmen. War okay, war gut. Schöne Produkte, hat Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Jetzt treffe ich mich mit Yukin, 4 U-Bahn-Stationen entfernt. Und dort fahren wir dann in die nächste Factory. Und da werde ich dann auch wieder die Kamera anwerfen und euch daran teilhaben lassen, was da abgeht. Aber vorher gehe ich natürlich mit der Yukin nochmal was essen. Jetzt hier mal einladen, weil die hat sich so viel Mühe gegeben jetzt die letzten 2 Tage, dass sie sich das auf jeden Fall mal verdient hat. Schauen wir mal, was zu finden. Vielleicht lecker mal McDonald's oder so. Mal gucken. So, angekommen. Yukin ist auch wieder hier am Start. Genau, wir probieren jetzt hier Grandma's Beef Noodles. Schauen wir mal, wie gesagt, man kann das überleben, wenn man es isst. Sorry. Yukin? Besser nicht. Ich habe gerade gesehen, was die Jungs hier auf dem Tisch haben. Wir nehmen was anderes. Ja, ich will es überleben. Ah, die ist so geduldig mit mir. Jetzt nehmen wir Reis. Ich glaube, das ist besser. Genau. Ja, das war definitiv die richtige Entscheidung, hier essen zu gehen. War wirklich lecker. Also das kann ich empfehlen. Ich werde nachher nochmal ein Foto ein, welches Restaurant das ist. Also wer hier schon mal dann auch was essen möchte, der kann sich hier meine Empfehlung anschließen und hier essen wir im Restaurant. Jetzt ordert Yukin gleich erst wieder Uber, das heißt hier Uber-Transfer zu der Factory. Uber heißt hier übrigens Didi und die Werkung ist viel günstiger als Taxi. Habe ich auch so ein Gefühl, weil meistens wird man hier von den Factories auch mit dem Didi-Fahrzeug durch die Gegend transportiert. Also irgendwie scheint es ja schon doch eine günstigere Variante zu sein. Vor allem die Autos auch deutlich besser als ein Taxi. Besser im Schutz von der Ausstattung her und du hast natürlich auch so breite Variation an Fahrzeugen, die hier durch die Gegend geschossen werden. Ja, jetzt sucht sie gerade raus.
mit ihren zwei Handys übrigens. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum die alle zwei Handys brauchen, aber ich muss mal sagen, 95% aller Chinesen haben mindestens zwei Handys. Ich habe sogar einen gesehen, der hat so vier Handys rumhantiert. Ich weiß nicht. Also bei zwei Handys kann ich natürlich noch verstehen, ein bisschen Stereo schauen, aber bei vier? Naja, keine Ahnung. Wie dem auch immer sei, also jetzt geht's hier weiter mit dem Factory Audit. Meeting heute nochmal heute Morgen, da muss ich nochmal kurz zusammenfassen. Das war ein gutes Meeting, allerdings habe ich gemerkt, dass bei diesem Produkt, was ich mir dort angeschaut habe, dass der Wissensstand der Factory zu den deutschen Reglementierungen doch wirklich nur auf Basic Level ist. Im Detail ist es halt noch viele Sachen, die fehlen. Und genau diese kleinen Sachen, die sind dafür verantwortlich, dass Produkte eben möglicherweise zurückgerufen werden. Ja, wo man mit bestem Wissen und Gewissen die Sachen in China bestellt hat und dann plötzlich feststellt, nachdem die Ware dann in den Markt eingeführt wurde von Deutschland, dass man die nicht verkaufen darf, weil irgendwas fehlt. Also heute ging es um Reflektoren zum Beispiel. Ja, und Reflektoren, die für den Straßenverkehr eingesetzt werden sollen, müssen natürlich entsprechende Anforderungen erfüllen. Und das wusste die Factory zum Beispiel nicht, dass es dort dann auch eine Registrierungsnummer und eine Prüfnummer gibt vom Straßenverkehrsamt. Und die Fabrik, der stand auf dem Standpunkt, ja, also irgendwas, was reflektiert. Und das funktioniert nicht. Und jeder, der eben so ein Gerät importiert, ja, und es verkauft und man merkt plötzlich, ja, das Gerät ist eigentlich gut, aber die Reflektoren, die passen nicht. Die begeben sich da auf sehr dünnen Eis. Also man muss da wirklich im Detail und tief reingehen, gerade wenn es dann um Verordnungen und Gesetze geht. Und man sollte schon seine Hausaufgaben gemacht haben. Die Fabriken wissen eine Menge, aber leider nicht alles. Das heißt, am besten man hat da wirklich jemanden an der Hand, der einen dabei unterstützt, wenn man nicht selber hundertprozentig fit und sicher ist. Genau, also wir haben aber das Ding heute dann gerade gebogen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben dann eben die entsprechenden Muster von den Vorlieferanten uns raussuchen und rausgeben lassen und jetzt können wir die Produktion auch zumindest in dem Bereich rechtskonform abschließen, dass die Ware dann auch verkauft werden kann. Also, wie gesagt, Hausaufgaben machen, ganz wichtig und nicht davon ausgehen, dass das, was dir der Hersteller sagt, auch wirklich der allumfassenden Wahrheit entspricht. Sie wissen viel, ja, und sie sind auch sehr kompetent und confident in dem, was sie einem erzählen, ja, sehr überzeugend, aber am Ende des Tages sollte man das besser nochmal alles überprüfen. was soll ich jetzt sagen? Wir sind hier in the middle of nowhere vom China. Ich habe jetzt gesagt, der Fahrer, der fährt uns nicht irgendwo hin, das ist eine Entführung. Ja, aber also doch deutlich anders als das, was wir gestern gesehen haben. Sogar deutlich anders als das, was wir gestern bei der zweiten Fabrik gesehen haben und ich bin gespannt, wie die Qualität ist. Also noch will ich hier keine Wertung mal abgeben. Ich sehe nur gerade, wie es jetzt hier gerade ausschaut und es ist nicht vielversprechend, so will ich es mal nennen. Aber ich habe mich schon häufiger geirrt, ja, dass man eben an solchen Ortschaften auch wirklich gute Produkte findet und gute Fabriken findet. Die Gute, die hat uns gerade was zu trinken geholt, die jetzt da wegrennt. Die Arme, die ist echt im Stress. Die war jetzt eben schon völlig außer Atem, aber die hört nie auf zu laufen. Die läuft wie ein VW, echt unglaublich. Ja, und die Yukin hat sich einen Tee genommen, einen Chinese Tee. Und ich hab mir eine Trump Cola genommen. Ja, genau, damit wir hier auch wissen, wer wo steht. So ist es. Genau, jetzt warten wir, bis sie wiederkommt. Sie bringt gerade die Getränke in den Kühlschrank und dann geht es dann auch direkt in die Fabrik. Und hier werden übrigens die Motorroller geladen. Das ist quasi die Tesla-Station für chinesische Motorroller. Hier, große Security. Das sind quasi die ganz normalen Netzteilstecker, die hier mit den Dingern verbunden werden, mit diesen Teilen. Weil wie wir ja alle wissen, oder der es nicht weiß, der wird es jetzt erfahren, ist in Shenzhen Verbrennungsmotoren in zwei Rädern nicht zulässig. Das heißt, alle Mopeds, die man hier sieht, die fahren mit Elektro. Und die müssen natürlich auch irgendwo geladen werden. Und das ist genau hier an solchen Stationen.
Das heißt, die Fabriken stellen solche Stationen in ausreichender Menge zur Verfügung, damit alle Mitarbeiter, die dann auf zwei Rädern kommen, auch ihre Geräte wieder laden können. Und so ist es. Und da ist die gute Dame, die uns jetzt die Fabrik zeigen wird, beziehungsweise die Produkte zeigen wird. Ich bin schon sehr gespannt. So, jetzt geht's rein. Ist jetzt nicht so atemberaubend, wenn man sieht, wie die hier arbeiten. Ist natürlich grenzwertig, aber ich habe jetzt die Produkte getestet, die sind großartig. Ja, also sieht nicht so aus, als wenn die sowas hinkriegen würden, aber von der Qualität und vom Feeling her ist es deutlich besser als die erste Factory von gestern. Ja, tipptopp, wirklich tipptopp. Und hier ist noch eine zweite Produktionslinie, hat aber jetzt nichts mit dem Produkt zu tun, wofür wir uns interessieren. So, jetzt geht es hier in den wundervollen Fahrstuhl, den wir jetzt wieder reinrichten. Mit dem Opa nach unten. Ich bin gespannt, ob wir hier irgendwie wieder rauskommen. Und hier bin ich gerade dran vorbeigelaufen. Das ist eine offene Form. Also hier kann man sehen, wie daneben das Zeug gegossen wird. Also super, super spannend jetzt gerade. Wir sind kurz mit darauf zurück und klotzen hier richtig richtig. Wir machen so ordentlich Kopfer. Also, so sieht's aus. Irgendwie sind die Nachmittags-Sessions nicht so gut dieses Mal. Ein super Produkt, hat mir super gefallen. Ich war auch bereit, davon auf jeden Fall welche zu nehmen. Und jetzt sagt sie mir, Brüder, ja, kann ich bekommen, aber nicht, wenn ich in Deutschland arbeite. Weil in Deutschland haben sie bereits einen exklusiven Vertragspreis. I like it. Ja. Also das heißt, ich habe jetzt gar keine Chance, mit denen über welche Geschäfte zu machen, obwohl ich es will. Die hat mich jetzt wirklich von der Qualität überzeugt, von dem Produkt überzeugt, obwohl die Factory eigentlich shitty ist. Ist das Produkt gut? Ja, sowas gibt es. Deswegen, wie gesagt, immer direkt vor Ort gucken, die Produkte ausprobieren. Aber wenn sie schon einen exklusiven Partner hat, ja, da schlägt sie mir vor, ich kann das ja überall in Europa verkaufen, nur nicht in Deutschland. Und mal davon abgesehen, dass Deutschland mein Heimatmarkt ist, wer will denn mit Mühe ein Produkt in den Markt bringen, um dann den größten Markt überhaupt zu überspringen? Ja, wer macht denn sowas? Welcher Depp? Ja, vor allen Dingen, für jedes Produkt gibt es ja hier in China hunderte von Firmen, die das gleiche machen. Das habe ich hier auch gerade brühwarm erzählt, auch wenn es nicht höflich war. Aber wie gesagt, wir sind fertig, wir können gehen. Das macht für uns keinen Sinn. Ja, und dann sagt sie, ja, ich könnte doch einen anderen Markt ausprobieren. Sagt ich, warum denn? Ja, ich gehe zur nächsten Firma, die ist nebenan und die gibt mir das Ding auch für Germany. Ja, war jetzt nicht höflich, aber sie hat es dann kapiert. So sieht's aus. Also, das war jetzt nicht produktiv. Jetzt geht's ins Office. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen was auf die Schiene kriegen. Jetzt geht's hier in unser Office. Ich bin auch das erste Mal hier. Das andere Office, das kenne ich ja noch, das war ein Coworking Space. So ähnlich wie so ein WeWork, ein chinesisches WeWork. Und hier sind wir jetzt im Office. Das ist auch ein Coworking Space. Hallo. Hey, how are you? So, da ist die Judy, die längste Mitarbeiterin am Start. Hallo. Hi. Hi, den kenne ich nicht, keine Ahnung, der hat sich hier reingesneakt, das ist ein Fremdkörper. Aber ich glaube, wir sind doch da oben. Upstairs? Ja. Oh, you're sitting downstairs. Alle hier. Ah, okay. So, okay, also hier oben sitzen wir. Fettnäpfchen-Alarm. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich nach oben gerannt bin, also die Treppe hoch. Aber eigentlich ist das gar nicht unser Office, das ist das Office von dem Vermieter. Und der war etwas verwirrt, dass ich da plötzlich auflaufe. Aber Judy hat auch gerade gesagt, hier kann sich jeder hinsetzen, wo er gerade mag. Okay, dann setze ich mich jetzt hier einfach hin, wo ich gerade mag. Wer schon immer wissen wollte, wie das hier mit den Samples abgeht, da sind unsere Samples drin und der Kollege, der nimmt das vertrauensvoll mit. Ja, jetzt reißt er da irgendwelche Aufkleber ab. Wahrscheinlich sind das genau die Pakete, die niemals ankommen werden. Jedenfalls nicht beim Kunden, sondern vielleicht bei ihm zu Hause. Nein, das war jetzt eine bösartige Unterstellung. Er ist sehr gewissenhaft und kriegt sich nochmal neu zu. So funktioniert das. Und jetzt gibt es hier noch, jetzt ist ihm das Papier ausgegangen. Auch nicht schlecht. So, weil die Judy, die möchte gerne noch eine Bestätigung haben, dass er das Ding mitgenommen hat. Und auch dann beim Kunden zustellt und nicht seiner Großmutter gibt. Ja. Weil böse Zungen behaupten, dass der SF-Kurier, das ist SF-Kurier, dass sie ungefähr DPD-Qualität haben und da sollte man sich alles dann per Beleg dann bestätigen lassen. Genau, aber er macht das ja auch, er ist fleißig.
und versucht sich jetzt hier mit seinem komischen Gerät dieses Etikett da rauszuholen. Ah ja, jetzt funktioniert's. So. Und jetzt kriegt die Judy das Ding. Das hier draufgeklebt. Ah, das ist sehr professionell. Und hier, was Judy jetzt hier noch belegt bekommt, da ist es. So sieht das aus. Zeige ich jetzt nicht. Ist bestimmt für den Kunden, ist bestimmt Secret. Genau, deswegen reiche ich es einfach nur weiter. So, die Judy hat mich jetzt gerade hier in das Starbucks von unserem Office geschickt. Ja, also hier ist die Kaffeemaschine und der Kollege ist schon ganz fleißig das Zeugs zusammenbauen. Jetzt gibt es eine wundervolle Kaffeelatte, denke ich mal. Zumindest habe ich ihr das gesagt, dass sie es bestellen soll. Und das ist der Ausblick. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Es ist echt schon die Stadt, ist schon echt ein Moloch. Ne? Und das ist nur ein ganz kleiner Teil. Also ist schon riesig. Genau, aber jetzt gibt es erstmal eine Kaffeelatte, was ich natürlich ausgegeben bekomme von Judy. Ich weiß gar nicht, warum die uns immer einladen. Ja, also, obwohl wir ja eigentlich die Arbeitgeber sind und eigentlich für die Einladung verantwortlich sind, ja, zumindest. Moralisch gesehen sollten wir die Mitarbeiter einladen und nicht umgekehrt, aber du hast keine Chance. Also die komplette Taxifahrt, Mittagessen bezahlen hier alles die Arbeitnehmer, weil wir eben die ausländischen Gäste sind. Und das kriegst du auch irgendwie nicht raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nicht den Trick gefunden, wie ich schneller bezahlen kann als die. Na gut, die haben natürlich auch einen unschätzbaren Vorteil. Die benutzen WeChat. Geht eben auch für europäische Bürger nicht. Da musst du ein Bankkonto haben, ein chinesisches. Habe ich nicht und deswegen kann ich auch nicht mit WeChat bezahlen. Aber ja, der Kollege macht das extrem gewissenhaft. Extrem. Der Kollege hier ist auch am Start. Der war gerade aus dem Factory Audit rausgekommen. Wir waren heute quasi über der ganzen Stadt verteilt. Ja. Und ich war in zwei und er war, glaube ich, in einer so einer kleinen Factory. Wo warst du, in welchem Bezirk? Im Nordosten? Ja, ja, richtig. Genau. In Lunkern und ich war im Bau an, das ist im Nordwesten. Genau, also komplett anders und auch andere Industrie. Und jetzt diskutieren wir gerade hier mit der Judy, die ja hier sitzt, und der Yukin. Hi. Again. Ja. Und den Ralf dann eben über das alltägliche Agenturbusiness und Sourcing-Business und wo es jetzt tatsächlich ein bisschen hakt und hängt. Und ja, der Ralf kann mal kurz erklären, wo wir jetzt gerade drüber diskutiert haben. 20%. 20%. Ja. 20%. So. Kein Kunde will hören, dass auf einmal ein Preis 20% höher ist, wie er vorher mal gequotet wurde, also angeboten wurde. Wir haben gerade mit der Judy gesprochen, da gibt es ein Sourcing-Projekt, ja, und da hat der Kunde ein Sample bekommen, dann wollte der Kunde so ein paar Verbesserungen, die aus Sicht des Kunden und aus unserer Sicht gar nicht so schwierig waren, aber der Lieferant hat sich dann den Aufwand ausgerechnet und diese Verbesserungen waren dann schon ein erheblicher Aufwand und dann war dieser Artikel. Ja, was für ein Artikel, ist ein Stoffprodukt, da ist ein bisschen Handarbeit dabei, ne? Und auf einmal 20% teurer, weil, was ich auch immer sage, China ist ja kein Billiglohnland mehr, also jede Verbesserung, jede extra Arbeit, das kostet daneben. Das ist natürlich immer ein bisschen schwer, den Kunden zu erklären und da überlege ich jetzt noch, wie man das denen am besten erklärt. Eigentlich ist es sehr logisch, also nachdem der Kunde ein Customized Sample hat der Kunde eine Liste mit so 3-4 Verbesserungen geschickt. Eigentlich gar nicht so viel und dann musste der Lieferant nochmal neu kalkulieren und dann kam an der Preis bei raus. Und jetzt denkt der Kunde natürlich, oh, der Lieferant, der glaubt, er hat die Order fast und will da irgendwie tricksen. Aber wir haben es natürlich wieder mit anderen Lieferanten auch verglichen und die anderen, die sind noch alle teurer. Also es ist eigentlich schon die beste Lösung, genau. Ich persönlich glaube, das ist die halbe Wahrheit, ja, aus meiner Sicht. Natürlich versucht der Lieferant dann nochmal ein bisschen mehr an Marge rauszuholen, wenn der Kunde ein paar Verbesserungsvorschläge hat. Manchmal ist es so, manchmal nicht, manchmal stimmt es dann auch. Man muss sich dann ab und zu mal die Kalkulation vielleicht offenlegen lassen und dann kann man es auch besser beurteilen. Aber Ralf hat ja auch gesagt, bei anderen Lieferanten ist das gleiche Produkt eben noch teurer. Ja. Ja, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass der schon richtig kalkuliert hat. Huawei. 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 Huawei.
Okay, also, so wird es ausgesprochen, kann jeder mal für sich zu Hause selber üben. Auf jeden Fall nicht Huawei oder wie wir es immer aussprechen. Ja. Obwohl, wenn das so weitergeht, obwohl ich will jetzt hier nicht politisch werden, deswegen spare ich mir den Part. So, das war's für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss.